Oh ja, ihr seht richtig, der Rob spielt Terraner. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Mutemanne auf Traumfänger LE gegen den Shadowhunter. Ein ZVT auf den amerikanischen Servern, ein Silberzwerg. Na, Nicht du, gucken wir mal, Medaillen. ob ich Terraner überhaupt kann. Und dann sehen wir weiter. Wo Lacke Funke, was man nur wünschen. Wir werden mal einen Reaper All-In spielen, T-Rex. Nicht genügend Medaillen. So, und als nächstes das Gas nehmen. Ist ja nicht mein Geld. Nicht genügend Mineralien. Er macht dann vielleicht die Barrack gleich. Mal schauen. Wir werden gleich drei Barracks adden. Und damit dann den Gegner ein bisschen pushen. Ja, das sollte ausgehen. So, die erste Barrack kommt. Wir spawnen auf die nächste. Wir werden jetzt keine weiteren Wirkungen mehr bauen. Denn wir wollen Barracks. Ohne Ende Barracks. Schauen, ob er scouten kommt. Theoretisch dann mit dem Oberlord. Nicht genügend Mineralien. Nur zu. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Einen Arbeiter nehmen wir noch. So, auf die 2. Wenn jetzt noch ein Gas dazu nehmen. Hallo, ein Gas will ich. Einer reicht mir. Hallo, ein Gas bitte. Ein Gas. Danke. So. Und dann kommt der Reaper. Und der Reaper kostet 50. Okay, das wird gerade so ausgehen mit den 2 Barracks. Hier machen wir mal runter, wenn du rein kannst. Du kannst rein, mach's halt einfach. So, ihr mit dahin, du mit dahin. Und wir nehmen nur eine Barrack. Und müssen dann gleich ordentlich Damage machen. Mit auf die. Alle dahin. So, alle hierhin. Alles noch da. Overlord kommt rein. Das ist aber okay, er kann reinkommen. Hier machen wir zu. Warten wir noch auf den Reaper. Du kannst dann gleich hier auch noch ein neues Depot. Und bauen gleich vielleicht noch ein neues Depot. Nicht genügend Mineralien. Los, komm. Nicht genügend Mineralien. Und danach könnt ihr hier hin. Was springt dabei raus? Ja, soll ich irgendwas umlegen? Der Tod kommt von oben. Und dann schauen wir mal. Kurz warten und weitere Reaper adden. Nicht genug Vespinglas. So, die erste Queen ist raus. Oh, Roaches. Gegen Roaches Core nicht so weit. Dann müssen wir probieren hochzukommen. Warum nicht? Und ein paar Arbeiter zu killen. Oh, das ist alles. Ja, ich geh schon. Rache, Sabine. Rache, Sabine. Mann kalt. Wird erledigt. Ich werde dich höre. So, was liegt an? Fürchtet. Was springt dabei an? Und jetzt switchen wir halt einfach nur um. Auf Marines. Wir werden hier Salif-Zentrale nehmen, werden noch einen Command Center bauen. Nehmen gleich noch die Upgrades dafür. Und bauen ein paar Marines. Und jetzt können wir dann noch gleich noch weitere Worker adden, theoretisch. Der Kommandozentrale fertig. So, Marines da. Der holt sich halt einfach mal hier den. Ungeeignete Landbezahlung.
Brauchen wir neue Depots. Nehmen die Upgrades. Nicht genügend Mineralien. Und bauen halt einfach mal Marines. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Ein paar Mule schmeißen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das hält das Schöne an. Terraner, einfach mal Mule schmeißen. Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend Mineralien. Stimpack erforschen. Und als nächstes auf jeden Fall die Fabrik. Nicht genügend Mineralien. Aber wir nehmen erstmal die Zentrale, da können wir mehr Mule schmeißen, das ist ein bisschen besser. Und mehr Marines bauen. Ich hab zu wenig. Ja, aber die sagen, ich bin verloren. Was nicht Basis wird angegriffen. Von hier aus, ich bin schon unterwegs. Was willst du machen? Warum baut ihr denn keine Marines weiter? GG, würde ich sagen, das war nicht das tollste Spiel von Anfang. Aber wir müssen mal noch reinfuchsen, Veteraner. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Rob. Habe ich gleich mal so richtig verkackt in der ersten Folge. Der Rano ist wohl doch nicht so leicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir trotzdem einen Daumen nach oben gebt. Dann wie immer oben rechts unser Startup-Projekt, unten rechts eines anderen Projekte. Bis dahin, schauen wir morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.